nicht weit von den Adonisrosen. Dort, wo die Oder sich verengt und ein leuchtend goldener Hering hoch am Rathausgiebel hängt, da liegt eine Stadt, die sich Frankfurt nennt. Bei klarem Licht sieht man im Fluss die Wolken treiben. Entlang der Ufer aber, zwischen Backstein und Plattenbau, trifft man auf Leute mit Geschichten, die sie dem Fremden gern berichten. Ja, hier ist er mal angelaufen, der Hermann. Im Handstand. Naja, kann eben nicht jeder ein Weingärtner sein. Wie? Wie, den kennen Sie nicht? Hermann Weingärtner? Der bei der ersten Olympiade der Neuzeit 6-mal? Okay. Okay, fangen wir also ganz von vorne an. Gleich hier an der Oder, in der Fischerstraße, wurde er geboren. Hermann Otto Ludwig Weingärtner. Wie die meisten Menschen damals war seine Familie vollkommen dem Turnen verfallen. Eine einzige Turnerei war das. Wenn der kleine Hermann aus der Wiege schaute, sah er Umschwünge, Handstände und Bocksprünge. Ja, kein Wunder, dass auch er bald nur noch turnen wollte. Wo immer man ihn traf, Hermann turnte. Lief im Handstand an der Oder entlang, schwang sich die Laternen hinauf, machte Hüftaufsprünge an Bäumen und Saltos vor dem Rathaus. Ja, und dann ging es los. Mit den Wettkämpfen. Hermann räumte alles ab. Stadtmeister? Beim ersten Anlauf. Landesmeister? Ein Spaziergang. Bundesmeister? Ja, was denken Sie denn? Hermann schien unschlagbar. Tja, und da wurd's ihm langweilig. Da kann man doch verstehen, oder? Mit wem sollte er sich noch messen? Und ob Sie's glauben oder nicht? Als Hermann so gelangweilt rumsaß, kam in Frankreich jemand auf die Idee, nach über 2000 Jahren mal wieder Olympische Spiele zu veranstalten. Olympia, verstehen Sie? In Athen, so wie in der Antike. Was meinen Sie, wie unser Hermann darauf reagiert hat? Aus dem Stand hat er einen fünffachen Salto gemacht. Endlich würde er sich mit Turnern aus aller Welt messen können. Sie können sich vorstellen, wie sauer der war, als der Deutsche Turnerbund die Turner zum Boykott aufrief. Bloß weil die Idee von einem Franzosen kam, von einem Erbfeind, wie man damals sagte. Aber da kannten sie den Hermann schlecht. Der fuhr nämlich trotzdem. Und zwar auf eigene Faust. In Athen hat er erstmal einen Schock gekriegt. Das war nämlich eine ganz andere Liga. Und niemand kannte ihn. Was denn das für einer, haben die Zuschauer gedacht. Hermann, wer? Tja, aber dann. 60.000 gespannte Gesichter und unser Hermann am Reck. Beim Felgaufschwung ist er noch fast abgerutscht, doch dann die Riesenfelge. Wie aus dem Lehrbuch. Mit jeder Sekunde verzauberte er das Publikum mehr. Er turnte und turnte, wie es die Welt noch nie gesehen hatte. Seine Kontergrätsche, eine Sensation. Und als er das Ganze dann im Jägersalto zu Ende brachte, hatte er das Reck neu erfunden. Athen war aus dem Häuschen und unser Hermann plötzlich ein Star. Zumindest bei den Griechen. 6-mal kam Hermann aufs Treppchen. Aber das interessierte die Herren vom Deutschen Turnerbund nicht. Die waren sauer und sperrten ihn. Hermann, einen der erfolgreichsten Turner der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Naja, ihm war's dann auch egal. Er hatte genug erreicht. Hermann hing sein Turnhemd an den Nagel und übernahm eine Badeanstalt. Von seinem Vater. Hier, auf der Oderinsel Ziegenwerder. Gehen Sie mal hin. Da werden Sie ihn vielleicht noch spüren. Den olympischen Geist. Denn den hat er uns aus Athen mitgebracht. Seit Hermann ist Frankfurt sportverrückt. Aus allem machen wir Wettkämpfe. Wer am schnellsten den Oderturm hochrennt, wer am schnellsten durch die Oder schwimmt. Ha, eben solche Sachen. Na und erst die Profis. Die ganze Stadt ist ein einziges Trainingslager. Deswegen muss ich jetzt auch los. Kommen Sie doch mal vorbei. Aber vergessen Sie nicht, Ihren Turnbeutel.